ist auch nichts. Da ist ja gar nichts. Hm. Ja, man kann auch nicht links oder rechts klettern, das geht auch nicht. Es fehlt nur ein Stück. So viel ist das gar nicht. Okay, es ist doch mehr als ich dachte, Entschuldigung. Es ist wahrscheinlich was total offensichtliches, was ich 430.000 Mal jetzt schon übersehen habe. Da könnt ihr euch wieder schön aufregen. Das gönne ich euch auch absolut. Hilft mir gerade jetzt nur nicht so ganz weiter. Scheiße, ey. Mann. Irgendwo eine kleine Luke, wo ich vielleicht nach oben kann. Irgendwo ein Bodenschalter. Irgendwas. Ich will einfach aufdrücken die Tür. Es wäre es gewesen. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch schon versucht, jetzt alle Steine anzufassen, ne? Gut, jetzt die hier im oberen Bereich nicht, aber die kriege ich auch nie raus. Der ist es, der ist es. Der ist es. Oder auch nicht. Hallo? Dass man auch so präzise immer sein muss, wenn man halt so einen Stein anpacken will. Das ist ein bisschen auch... Ah, das kann natürlich dann auch einen Fehlschluss mit sich bringen. Da ist was drunter. Warum ist da nichts? Du blöder Penner, echt. Ich habe mich schon voll drauf gefreut. Ja, schieben wir nochmal einen weiter. Schieben! Schieben! Ach, Gott sei Dank. So. Zack, zack. Zap, zap. Dann ist er ab. Bitte lass es richtig gewesen sein. Ja, ist eigentlich egal. Gut. Ach, das wird schon schief gehen. Geronimo! Ach, guck mal, ein Hebel. Wer hätte es gedacht? Das ist so schlicht, ne? Das ist so schlicht. Ich gehe erstmal rüber. Ist auch noch ein dritter Hebel? Nein, okay. Oh Gott. So. Alter! Oh, das war ganz schön knapp, ey. Heide Witzke. So, nu? Da war Feuer. Sag mal, was ist mit euch? Was ist mit euch? Echt mal. Mhm. Aber hier in der Mitte darf ich stehen, ne? Sieht erstmal so aus, ja, gut. Mhm. Mhm. Das ist toll. Ich schaffe eine Sache, dann komme ich wieder nicht weiter. Stopp. Okay, was haben wir denn hier? Nichts haben wir hier. Das kann doch nicht für umsonst gewesen sein hier, oder? Nee. Die Tür ist auf jeden Fall wieder zu. Schon wieder. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, es geht der Tempel jetzt richtig los. Ätzend. Also eine Schalte, die ich betätigen muss? Nein. Ist da irgendwas anderes, was mich dazu motivieren könnte, da hinzugehen? Ich glaube, man kann da links rein. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wie lange das Feuer nachwirkt, ne? Da liegt eine Schlange. Ich glaube, da liegt eine Schlange auf der Lauer. Drecksau. Ach, guck mal, was da hier noch ist. Oder zwei davon. Ganz ruhig. Oder drei davon. Na, alles klar.
Naja, war ja eigentlich klar. Ich meine, die sind nicht so schlimm. Der letzte hat mir zumindest nicht so viel abgezogen. Ich habe jetzt nur gerade ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt hier langsam einen zweiten Hauptraum hinkriege. Okay, zu zweit müsste jetzt wirklich nicht sein. Das muss jetzt wirklich, das ist wirklich, nö. Weil ich mit dir, Kollege, willst du auch noch ein bisschen Spaß haben, oder was? Ja, lass dich, du brauchst dich zu blocken. Kannst du bitte den anderen einmal anvisieren? Okay, jetzt sind die beide soweit. Ich habe einen Tipp von euch bekommen. Und zwar, dass man sich hier einfach nur einmal hinhängen soll. Und dann klappt's wieder. Scheint ein sehr guter Tipp gewesen zu sein, weil es scheint wirklich zu funktionieren. Dankeschön erstmal an den unbekannten anonymen Spender. Warum soll ich mir das schwerer machen, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich mit dem Spiel schon genug Probleme. So, dann können wir uns danach wenigstens auch schon mal schön in Ruhe erstmal umgucken. Warum fällst du nicht einfach um? Warum fällt keiner von euch beiden um? Ich mag das irgendwie, dass das Blut lila ist. Irgendwie gefällt mir das. Ich weiß nicht warum. Der kriegt, glaube ich, immer ein bisschen mehr ab, der Rechte. Der müsste also zuerst down gehen. Ach, komm, Baby. Es ist mühselig, ja, aber gut. Es ist auf jeden Fall zweckdienlich, definitiv. Okay, diesmal hat er nicht so viel abbekommen. Ach, es ist ein endliches Thema. A never-ending story. Fall um! Dann fall du um! Dann halt nicht. Scheiße. Und dann bin ich davon, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen noch sterben sollte, dann werde ich auf jeden Fall die Aufnahme beenden. Ich gucke immer auf den Tag, ich bin schon seit anderthalb Stunden dran und ich wusste, dass er zuerst da geht. Ich wusste es. I knew it. Das heißt, der andere kann, der kann aber auch nicht mehr viel. Was zum Teufel ist los mit dir? Okay, ich lasse ihn dann erstmal nochmal rumscharwenzeln. Ja, wisst ihr was? Komm, scheiß drauf, was kostet die Welt? Mit einem komme ich zurecht, denke ich. Sisse, sag ich doch. Gut, der war auch schon fast tot, aber ist ja egal. Was ist das? Was ist das für eine Pupswolke gewesen? Ach, guck mal, hier kann man nochmal schwimmen. Aha. Hier gibt es jetzt keine Löcher für die Schlösser. Das heißt, ein Schliepel wird jetzt nicht unbedingt notwendig sein. Was ist hier oben? Nichts. Rein gar nichts. Auf der anderen Seite auch nicht, aber... Nein, da nicht, okay. Mann, ich denke mal, dass diese architektonischen Bauten irgendeinen Grund haben, dass da vielleicht ein Medipack ist oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas, was mir hilft. Aber nein. Dem ist nicht so. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist eigentlich ins Wasser zu springen. Dann, tja, machen wir das doch mal, ne? Die Räume! Bitte keine bösen Überraschungen. Das ist der ganze... Das ist der komplette Wasserbereich. Okay. Gut. Ja, ne, dann würde ich sagen. Nein! Dann gehen wir nochmal hoch. Können wir hier immer reißen. Also dem hier auf den Sack zu gehen. Nö. Ah, stopp. Kann ich da vielleicht was abschießen von hier aus? Dass die Räume auch hier immer so dunkel sein müssen, ne? Das macht mich wahnsinnig.
Vielleicht muss ich echt meinen Fernseher ein bisschen heller stellen, aber gut, ich weiß nicht, wie ihr es in der Aufnahme seht. Ich gucke mir die Videos dann halt nicht so wirklich an, ne? Nicht so wirklich bedeutet eigentlich mal so gar nicht, nee, nicht. Oh, ich habe seine Brüste gefasst. Brust fürs Gesicht. Also die Frage, die sich mir jetzt stellt, ne? Ist erstmal, wo kam ich nochmal her? Weil ich glaube, ich kam ja von hier, ne? Das ist richtig. Weil, warum ich mir die Frage stelle? Ja, doch, ich kam von da. Ich dachte zumindest dahinter auch Feuer gesehen zu haben. Aber ich finde den Weg nicht. Ich finde den wirklich nicht. Also ich finde auch nicht mal ein Indiz auf den Weg. Klar, da kommen wir mal hoch. Bringt uns leider nichts. Gibt es keine Hebel, kein gar nichts. Aber was mich echt krass wundert ist, hier muss es was geben. Ne, weil sonst wären die beiden Typis ja nicht hier. Und irgendwas, was mich daran gehindert hätte, das zu machen. Oder? Wir haben wieder versteckte Plattformen. Aber auch das glaube ich eigentlich nicht. So nach dahin, zum Beispiel. Aber was soll ich da, frage ich mich dann. Schauen wir nochmal nach. Wo standen denn die Mopeds hier? Aber hier ist auch nichts, ne? Ich glaube, die eine stand hier und die andere parallel auf der anderen Seite. Oder symmetrisch, wie auch immer. Da ist kein Hebel, da ist kein Schalter. Gibt's nicht mal was zum Einsammeln. Schweine. Ah, guck mal. Der Wächter hat was. Was habe ich denn jetzt gerade gekriegt? Ein Säbel. Ah, okay. Ich muss mal öfter Gegner looten, kann das sein? Okay, gut, ich wüsste jetzt nicht, warum. Der hat tatsächlich was. Was hatte der denn jetzt? was hat er jetzt gehabt, frage ich mich. Noch ein Säbel. Ah, okay. Da muss ich aber. Okay, da wäre ich jetzt wirklich so ohne weiteres nicht drauf gekommen. Ich habe nur irgendeinen braunen Fleck gesehen unter dem. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Lendenschurz oder sonst irgendwas. Okay, dann müssen wir ihm wahrscheinlich die letzten beiden Säbel geben, die ihm da noch fehlen. Ja, komm, Baby. Oh, wir müssen wirklich mit den Armen agieren. Ha! Und Kaschwing. Oh, Gerätschaften, ey, leck mich fett. Ich bin sehr nett zu dir, ne? Ich gebe dir deine Waffen zurück. Also, hau mich nicht. Bitte. Und nun? Die Tür jetzt offen? Nicht jetzt runter? Nein. Also könnte ich schon, aber bringt mir nichts. Tatsächlich. Es ist wieder dunkel. Muss gerade sagen, das weiß aber nichts für mich hier, ne? Brrr. Kann das Level nicht bitte einfach mal zu Ende sein? Ich will doch gar nicht so. Oh! Oh, das sieht nach Außenbereich aus. Erkenne ich das richtig? Das sieht zumindest so aus, ne? Indien bei Nacht. Ist aber tief. Ist aber tief. Einmal, ich mir aber einmal im 180 Grad nur drehen vorher. Sieht aber aus, könnte ich da klettern, oder? Kann ich nicht, okay. War gar nicht so tief, guck mal. Oh, schon wieder so ein großer Raum, ey. Dann vibriert es gleich wieder und dann kommt wieder von irgendwo Geröll. Und ich reihe wieder nicht, woher das kommt, weiß auch nicht, wo es hin möchte. Dann bin ich wieder platt. Ah, Nase juckt. Sie bringt mich um. Okay. Ja, okay, ich darf gleich wieder kämpfen. Jetzt ist er schon blinder. Aha, Dankeschön.
Was war das? Was habe ich geholt? Schon wieder Schlüsselgranate, okay. Ach komm, Baby. Das nervt eigentlich nur, dass es so arschviel aushält, ne? Was anderes ist es eigentlich nicht. Viele Abziehen tun sie glücklicherweise nicht. Ist ja erstmal schön. Freut mich wirklich. Ich möchte nicht da runterfallen. Oh Gott. Ich wollte nicht da runterfallen. Was? Alter, okay, der hat mich einfach mal getötet. Alles klar, gut. Ja, ich hätte natürlich schon längst speichern können, aber... Ach, nee, ich höre jetzt hier auf. Oh, ja, ja. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weitergekommen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Klar, wir müssen aber beim nächsten Mal wieder ein bisschen was nachspielen. Oh, aber das war eigentlich alles... Es war eigentlich wirklich alles killfit. Die einzige spannende Stelle, die es da gab, war das Feuer. Wo ich einfach an dem Feuer vorbei musste. Gut, die beiden Viecher dann töten, Säbel in die Hand packen. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall viel schneller gehen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich hoffe auf jeden Fall trotzdem... oder trotzdem, vielleicht auch gerade deshalb, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, für meine Fälle war es jetzt eigentlich relativ produktiv. Wir haben einige Räume geschafft. Ja, viel besser als das letzte Mal. Und, ja, ich weiß nicht, wie lange das Level noch geht. Es ist echt ein arschlanges Level. Ich meine, ich brauche auch bei jeder Stelle Ewigkeit, muss man auch dazu sagen, ne? Wie gesagt, wenn man es einmal kennt, dann geht's ja eigentlich, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass es die Aufnahme gefallen hat, wo ich da gerade schon mal eingesetzt habe. Ja, danke fürs Zuschauen und sag dann einfach, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.